Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie wieder bei Diablo TurfWix TV eingeschaltet haben. Ich bin Ihr Moderator, Diablo TurfWix, und willkommen zu Pokémon Nuzlocke. Wir waren letztes Mal dabei, einem Team Rocket in den Arsch zu treten, der einen Radikal einsetzen möchte. Und was machen wir beim Radikal? Richtig, wir gehen zu Sasquatch und zermatschen dieses Radikal richtig schön zu Mus. Ja, ne. Okay, jedenfalls. Wir sind immer noch in der Spielhalle. Wir besiegen, wie schon gesagt, dieses Radikal. Und ich labe nur Scheiße. Aber das wisst ihr ja schon. Ach, wie schön. Es hat sich nichts geändert. Uff. Ich habe ihn besiegt. Das hat er gesagt. Das müsste der Lichtschwert sein? Nein, das sind Sonnenschirmgläser, Sonnenbrille, jetzt habe ich's. Ah. So. Was finden wir denn hier? Snatch. Das weiß ich aber nicht, was das ist. TM Snatch? Keine Ahnung. Ein Max-Ether. Und da oben ist der Typ, der mir den Liftöffner gibt. Jetzt weiß ich's wieder. Ich nehme einfach mal an, dass du ein Zubat oder ein Ratzfratz hast. Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Wer hat denn den Liftöffner? Tja, ob der mir wohl was verheimlicht, der Team Rocket? Das ist jetzt die große Frage und er hat kein Ratzfratz. Zumindest noch nicht. War eigentlich keinen Bock zu wechseln. Probieren wir es halt mal mit einer normalen Attacke. Ist wenigstens nicht uneffektiv. Oh mein Gott, aber die ist auch scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Okay, ich wechsle doch. So ein Bullshit schon wieder. Am frühen Morgen. 13 Uhr. Okay, ich bin gerade erst aufgestanden. Darum ist es für mich früher Morgen, aber trotzdem. Sowas muss ich mir nicht bieten lassen in meiner Position. Alter, wenn es jetzt auch noch vergiftet ist. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viele Antidotes dabei. Dann habe ich jetzt ein richtiges Problem. Ah, nicht vergiftet. Passt. Was hast du jetzt noch dabei? Ein Slimer? Ein Slimer? Hast du ein Slimer? Boah, mach weiter. Nein, ein Zubat, aber ist genauso doof. Und nervig. Das Einzige, was sie können, ist Superschall. Und es trifft halt auch immer. Nein! Toll, was auch immer mir du jetzt sagen willst. Oh, oh nein, ich habe den Schlüftöffner fallen lassen in Form eines Pokéballs. Ach, ich find's schön, wie sinnfrei dieses Spiel manchmal ist. Warte. Moment, scheiße. Scheiße! Ich habe keinen Bock nochmal jetzt hier rauszugehen. Aber scheinbar muss ich. Sonst stirbt das Ding von mir weg. Naja, dann machen wir es wenigstens schnell hier. Sorry, dass ich euch das antun muss, aber ich hab keinen Bock, dass das Ding mir hier verreckt. Komm, komm, Fluchtseil. Wo bist du, Fluchtseil? Da bist du, Fluchtseil. Ich habe 4 davon. Und jetzt kommt diese geile Animation, er dreht sich im Kreis und springt raus und wow, scheiße, wuhu! Wie zur Hölle funktioniert dieses Fluchtseil? Mach schneller, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Alter, diese Schwester Joyce kann man echt durch einen Affen ersetzen. Ja, Affen gibt's in dem Spiel ja nicht. Halt dieses Affen-Pokémon. Oder durch einen Baumstumpf. Oder man baut irgendwo einen Automaten hin, wo man die Pokémon einfach einwerfen kann. Aber nicht immer. Boah, ruckelt es. Zu viel Spielsucht. Aber nicht die Schwester Joy, ey. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Muss ich da runter? Ist da unten der Fahrstuhl? Ich weiß es nicht mehr. Ich probiere es einfach hier. Boah, hier könnte man voll gut You Spin My Head Right Round spielen. Oh Gott, nein, hör auf.
Boah, ich laber zu viel, ich laber viel zu viel. Das interessiert euch ja alles gar nicht, aber ich laber weiter. Was war völlig falsch, wo ich hin bin? Ich muss einen Stockwerk höher. Gott, ich möchte doch nur noch die Spielhalle abschließen. Oh, das wird eng, das wird eng, das wird eng. Ich muss mich konzentrieren, darum bin ich jetzt ganz ruhig. Alter, wie ich mich da konzentriert habe. Das kann echt nur ein Meister. So, gehen wir runter. Oder? Ich glaube ganz runter. Ja, B4. Dritter Stock hat ja nichts dergleichen. Oh, die Musik, ey. Die Musik schon wieder. Jetzt habe ich sie knallhart unterbrochen. Aber ich finde die so Hammer. Okay, von dem einen weiß ich glaube ich noch, dass er einen Rettern hat. Ach ja. Wie kannst du nicht die Schönheit des Bösen sehen? Ein Poet, meine Freunde. Ja, doch, Rettern. Ja, wechsle ich gleich, sonst dauert es zu lang. Dum, 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 dum. Another one bites the dust. Bum, bum, bum. Ach, hier könnte man so viele lustige Musikparodien und so einbauen. Das wäre so schön. Aber dafür habe ich keine Zeit, keinen Nerv und... Oh mein Gott, ein Sandern. Was ist gegen Sandern effektiv? Wasser. Aber... das hat keine Wasserattacken. Also bleiben wir einfach ganz klassisch und zerhauen es zu Moos. Nein! Warum kannst du Giftstachel? Das ist ja noch schlimmer. Und ich Idiot hab mir... Boah, Alter, nee. Ich hab mir ja keine Dings gekauft. Keine Antidot. Ah, nochmal Glück gehabt. Arbock. Wie stolz ich damals als Kind war, als ich herausgefunden habe, dass Arbok rückwärts Cobra heißt. Und Retanatter. Und Pikachu Uchakip. Das war noch Zeit, da hast du ja richtig als Kind einen abgehobelt, als du es rausgefunden hast. Abgefreut wollte ich sagen, nicht abgehobelt. Vergesst, was ich gesagt habe. Naja, Paralyseheiler habe ich, das ist okay. Nein, nicht. So viel Zeit in dieser Folge verschwendet durch dummes, vergiftetes Rasaf. Eieiei! Ei, caramba! Muss ich gegen dich auch noch kämpfen? Mensch, Mensch, Mensch. Aber der hat bestimmt ein Radikal. Ich poker einfach. Der muss ein Radikal haben. Ich kenne dich. Du hast unsere Pläne auf dem Mondberg zermürbt. Zunichte gemacht. Das ist auch drei Pokémon. Und ein Sandan. Und es hält jetzt wieder diesen einen Karate-Job aus. Und jetzt macht's wieder Giftstachel oder so. Nein, viel schlimmer! Viel schlimmer! Die Scheiße! Boah! Boah! Das kriege ich jetzt nie wieder tot, Alter. Komm, mach! Hau zu! Wenn du jetzt vergiftest wirst, lasse ich dich frei, ey. Ein Glück, ey. Jetzt schon die Kommentare, ich stelle mir schon die Kommentare vor, wenn es vergiftet worden wäre. Du hast es nicht freigelassen, du bist voll blöd. Schaffen wir den Kampf überhaupt noch? Ja, den schaffen wir. Von da mehr schläfern wir ein. Sind Unlichtattacken eigentlich effektiv gegen Bohnen? Ich habe keine Ahnung. Mit den beiden neuen... In Anführungsstrichen 9, die gibt es ja auch schon ewig und drei Tage.
Elementtypen, sag ich mal, komme ich nicht zurecht. Stahl und Unlicht. Weiß nur, Unlicht gut gegen Psycho. Und das war's. Und Stahl ist Stahl halt. Schwach gegen Feuer. Mehr weiß ich nicht. Oh Gott, noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden, was mache ich jetzt? Na, das schaffe ich. Hier, Rettern. Nein, ich schaff's nicht! Stirb! Ich muss trotzdem Schnitt machen. Jetzt ungefähr. Also, ciao, bis zur nächsten Folge.